Hallo zusammen. Am 5. Juni ist Weltumwelttag. Daran möchte ich gerade jetzt in der Corona-Krise erinnern. Es gibt gerade viel Unterstützung und Hilfen in den verschiedenen Bereichen. Das ist wirklich wichtig und nötig. Aber wir müssen unbedingt auf Nachhaltigkeit achten, denn die Klimakrise hat jetzt mit Corona nicht aufgehört. Deshalb dürfen wir jetzt auch nicht in eine Schockstarre verfallen, sondern müssen weiter am Klimaschutz auch hier in Ansbach arbeiten. Das heißt, im Bereich Mobilität müssen wir den Fußverkehr und den Fahrradverkehr voranbringen. Daher haben wir auch Anfragen und Anträge für den Verkehrsausschuss gestellt. Wir wissen, dass die städtischen Kassen in der derzeitigen Situation sehr angespannt sind. Aber planen, Konzepte entwickeln und nach weiter am Klimaschutz für unsere Stadt arbeiten, sind für unsere Zukunft in Ansbach unermesslich wichtig. Vielen Dank fürs Zuhören.